Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horror. Hallo. Mit Dima und mir. Und der Horror beginnt direkt am Anfang, weil ich merke gerade, ich habe den Filter vergessen. Hey, Moment. Oh scheiße, wir sind ja kunterbunt. Oh, so, viel besser. Zack. Geil. So. Ein neues Horror-Game von Chillers Art. Also es ist nicht neu, aber... Von Chillers. Ist es Chillers? Nee, ist es nicht mal. Oder? Klar, ist doch, Chillers das ist es. Ja, ja, das ist alles Chillers Art. Ja, ich brauch mehr von dem hier. Du brauchst mehr von dem hier. Jetzt sieht man auch gar nicht, was es genau ist. Weil es einfach farbig ist. Das ist ein energetischer. Ja, ein energetischer vom Montenischer. Ey. Jetzt 10 Euro dafür. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wir sind in der U-Bahn. Jo, die Katze. Oder in der Straßenbahn. Das kann Alter, ist das hell. Manche Straßenbahnen sind auch so. There's some time before I get on. I could use a little smoke break. Man, my throat's parched. I better get jumping. Also, my stomach would hurt around this time. I wouldn't want to hold it during the ride. Kurz übersetzt, er will eine smoken. Und er hat Hunger. Er will eine rauchen, ja. Nee, er will nicht hungern. Oder was er will scheißen gehen. Scheißen er kann es sonst nicht halten über den Ride. Ich brauche ein paar Scares, das geht sonst nicht. Du brauchst ein paar Scares. Ich brauche jetzt eigentlich gar keine Scares, weil ich. Ne? Power Games. Das ist ein bisschen hyperaktiv. Alter, was ist das denn für eine. Ist das eine Taschenlampe überhaupt, dieses Licht? Das ist ganz weird. Aber irgendwie war hier noch hell. Ja, aber das Ding ist, wo kann ich denn rauchen? Weil hier unten kann man da. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Area. Wahrscheinlich hier gleich links. Ne, sind die Klos. What the fuck? Eine Werbung Alter. Für Blut? Nee. Muffins? Nee. Schminke? Was ist das? Das sieht aus wie irgend so ein AI-generiertes Bild da unten. Das hat irgendwie so weirde Touchpoints von allem. Aber so alt ist das Game nicht. Seid ihr doch, das ist schon. Man. Oh, ich Alter, bin ich ein Mann? Rein. Bin ich eine Frau? Was bin ich? Das weiß man nicht. Guck in den Spiegel, aber wahrscheinlich siehst du dich da nicht selber. Ich bin ein Mann. Digga, ja, wieso glänzt hier alles? Das ist richtig weird. Also, vielleicht ist das ein älteres Game von. Ich weiß es nicht, wann das rauskam. Ah. Use the toilet. Ja, ich will unbedingt kacken. Animation? Animation. Also nicht wirklich, es ist sehr dunkel. Uns wird schwarz vor Augen. Okay, wir kacken. Oder wir rauchen. Ach, das ist so eine Piss. Das ist so ein Kopf. Ach, das ist so, dass du die hinhockst. So ja, war das, ja. Aber kackst du da auch rein? Das weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich nicht. Wahrscheinlich. Ja, Japan ist so weird. Dass du dir mit dir hinhockst. Manchmal musst du dich hinhocken. Wie ist das dann, wenn das ein bisschen an die Beine spritzt? Das ist ja auch scheiße. Ja, aber es ist anatomisch sinnvoller, habe ich gehört, dass man sich halt hinhockt. So. Es ist halt auch von der Natur vorgesehen, als statt sitzend. Das ist gar nicht so, deswegen auch diese Hocken, diese Sitzschemel und so, ne? Ey, aber trotzdem, das ist reflektiert. Das ist richtig komisch, ne? Die Grafik, holy shit, Alter. Kann ich die irgendwie ändern? Oh, wir haben Optionen, Alter. Das ist ja selten. Texturqualität. Kannst du auch 200% machen? Blumen. Nee. 12,5? Ja gut, ne, super viel Unterschied, also das sieht nicht aus wie 12. Das ist doch shit. Volumetric Light. Ich seh nicht, was ich... Ist das an? Ist das nicht an? Du musst jetzt die Qualität hochstellen. Stimmt, die Qualität war so scheiße, dass der Haken gar nicht sichtbar, Alter. Holy shit. Eieiei. SSR. Headbob? Heavy Performer. Guck mal, du hast die Option Headbob. Das ist komplett Kopf. Ja, bitte nicht. Ja, viel besser. Guck mal hier, wie das reflektiert jetzt. Junge, die Putzkraft hier, wirklich, die verdient einen Orden. Alter, Japan halt, ne? Oh mein Gott, Alter. Ah, jetzt wird es besser. Okay. Die Qualität auf den Schilden sind wir nicht 100%. Dann gehen wir nochmal bei den Frauen gucken, ne? Die ist so dunkel. Ja, du sollst dich halt hinhocken. Aber wo hältst du dich fest? Das ist ja kacke, die ganze Zeit so beim Arbeit zu machen. Du sollst dich nicht festhalten, du sollst dich hinhocken. Hast du noch einen festen Stand, oder nicht? Ah ja, ohne was zu trinken? Ah ja, Drink? Ja, klar, na sicher. Da ist eine Coca-Cola? Eine Hank-Cola oder so, ne? Ja, und der Name ist ganz behindert zu lesen. Taste of your life. Was ist das für ein Buscher? Hank? Hank? Vielleicht? Oder Hank? Das ist ein L, glaube ich, ne? Ist groß. Lank? Junk. L. Hank. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich auch, ne? Sind wahrscheinlich Supporter? Ah, wahrscheinlich Supporter, wirklich.
Ja, der Hase, der auch supportet. Der Hase supporten immer. Zauberer. Aha. Das da könnte sein, so eine Raucherbox. Eine böse sein. Katze? Ja, das ist eine Raucherbox. Ja, sie ist aber klein. Ja, das Game heißt Ghost Train, nicht Smoke Train, Ghost Train. Aber also sollten wir wahrscheinlich einen Geisterzug kriegen, würde ich sagen, oder? Nö, ich glaube, der fährt einfach nur in die falsche Richtung. Fährt im Gegenverkehr. Ah, ich rauch schon. Okay, perfekt. Gameplay. Guck mal, sogar die Scheiben sind nur oben getönt. Stimmt. Fuck, warum? Wenn das Gesicht nicht sieht, welche Schande dahinter raucht, aber da muss eh irgendwann rauskommen. Ja, weird, aber wir konnten doch gerade auch reingucken. Ist einfach nur getönt, ist nicht undurchsichtig. Ja, du bist fertig mit Rauchen. Ja, dann bin ich fertig. Das ne? war wichtiges Gameplay, ja. Sonst lädt der Zug nicht. Ja, das war auch wichtig jetzt, ne? Also, ich check die Story immer noch nicht. Also, ich werden wir noch nichts bekommen. Wir sind an irgendeinem Gleis, wo nichts ist, niemand ist. Ich kann nicht auf die Gleise springen, das ist auch unrealistisch. Ja, den Affen kennen wir doch, diesen Affen. Diesen Affenkartoffel. Da kommt er. Da. Oh, ja, den haben wir schon mal beim anderen Game gesehen. Ne? Ori. Ja. Nee, Junge. Was ist das für mich da? Ja, das ist ganz schön. Auch schön, dass man da nicht reingucken kann. So. Das ist halt krass hell. So sehen Züge, glaube ich, nicht aus. Ab rein da. Das ist den instant geladen. Green Cicadas. Give free Green Cicadas. What? Was habe ich gerade für eine Achievement bekommen? What the fuck? Okay, wir sind jetzt im Zug. Oh, ist das dieser Ghost Train? Now. Yeah. Ich muss meinen Lieblingssitz finden. To get to my favorite seat? Wollen wir es auf Deutsch oder auf Englisch übersetzen? Direkt. The corner of a second coach. Ja, von wo? Von wo gezählt? Also von hier aus? Also das ist eigentlich die Mitte. Egal. Also hier oder das oder da? Vorne? Da oder da oder da oder da. Im anderen Waggon. Ah, das ist schon jemand. Lol. Hallo, Madame. What the hell? Ja, also die Texturen sind noch schlechter als in den anderen sonst. Ne? Weiß nicht, die Second Coach? Wir müssen anscheinend noch da, mal weiter. Da war ein Ziel? Oder war das die Tür? War das ein... Ah, nee, da. Ah, da. Ja, natürlich. Mein Lieblingsplatz. Der ist einfach auch... Der ist hell beleuchtet. Ja, voll beleuchtet. Der ist von der Lüftung halt perfekt und so. Warum ist hier... Ich glaube, du stinkst ein bisschen. Oder bist du eingeschlafen? Was war das denn? Was war das denn? Das war ja richtig weird. Hä? Soll das ein Jumpscare sein? Das passiert, glaube ich, übrigens, wenn eine Fliege sich auf deinen Augapfel setzt. Dein nacktes Augapfel. Ja, dann ist die auch scharf, weil ich sie ja so nahe gucken kann. Ja, klar. Ich meine, im Game ist das so. In echt wäre das ein bisschen anders. Stimmt schon. Didn't my stop just pass by? Or is it just my imagination? Maybe I can talk to someone to confirm it. Ich kenne eine Person, die sitzt da einen Waggon weiter hinten. Oder war es derselbe Waggon? Na, ja, da sitzt sie. Wahrscheinlich antwortet sie dir nicht, weil du unhöflich bist oder so. Did you see what just happened? Was ist denn gerade passiert? Yes, ja. I did. But I can't bring my energy up to do anything about it. Well, good for you. That was my stop. Now I have to take the taxi. Ja, ich muss jetzt das Taxi nehmen. Shall I go to the conductor? Keine Ahnung. Oh, nice of her. It's obvious she's exhausted from her overtime work. I can tell by her. No, no, please. I can't let you do that. I'll go. You can stay here and rest. Okay. Ich weiß nicht, wer mit wem redet. Ich bin auch voll verwirrt. Aber ich glaube, das ist jetzt sind wir. Hm. Well, let me know if there's anything I can help. Ich glaube, das war andersrum. Ich glaube, wir gehen jetzt und ich dachte, sie geht und wir lassen ja. Ach, ich auch kurz. Okay, dann ist ich bin voll verwirrt. Dieses Game macht mich jetzt schon voll fertig, weil ich einfach verwirrt bin, was es mir sagen will. Ja gut, dann gehen wir zum Conductor, der ist wahrscheinlich... Oh, Alter. Das ist was für Daniel. Summer. Muscheln. Muscheln, genau. Er sammelt gerne Muscheln. Ich denke mal, das ist der Schaffner oder so, der Lokführer oder so, der Conductor. Sicher. Da steht einer.
Eine Pflaume da hinten. Alter, der zeigt. Gib da rechts bei dem. Bist du der Kontakt da? Ach, der ist eine scheiß Käfer mit, oder? Alter. Zikada. Ruhig. Escaped? Bzzz. Re-escaped. Au. Bzzz. Ich glaube, der ist der Sprache nicht ganz mächtig. I'm in a hurry. Could you please move aside? Escape. Not in a very good mood. Bzzz. Es ist halt. Was ist denn das Game? Es ist einfach nur komplett random. Kennst du das noch? Vielleicht. Ich meine, die Käfer erkenne ich, ja. Aber ich weiß nicht mehr, was da passiert. It's no good. Also, it's no good. He's not listening. Whatever it is, I better get what he wants. Oh. So ein scheiß Käfer sammeln oder was? Ist einfach ein Foto draufgeklebt auf so ein rundes Objekt so. Hast du ihn nicht auch Dick genannt? Muss ja echt drei von diesen, was auch immer das für Käfer sind, sammeln. Ja, ich hab jetzt einen hier, willst du den haben? Ja. Ach, ja. Okay. Ah, ich kann. Ich hab ein Inventar. Ja gut, dann guck ich jetzt nach Käfern. Was wir auch sonst machen, ne? Ja, was man nicht so tut in einem Zug. Manchmal sammle ich auch Geldstücke, er sammelt Käfer. Andere sammeln Kaugummis, benutzte. Jedem das Feine, ne? Ja. Oh Mann, ey. Ey, diese Scheißkäfer, ne? Als ob du jetzt für den zweiten so weit zurücklaufen musst gleich. Ich sehe halt noch nichts, also. Ich kann noch keinen weiteren Käfer entdecken. Vielleicht hat die Dame die gegessen. Der ist auf jeden Fall noch da hinten. Also, ich habe ja hier einen gehabt. Hier ist ein Schatten. Da! Da! Da oben, Leute. Den hätte man echt schwer gesehen. Moin. Ja, du könntest die Karten suchen. Nee. Ja, dann würde im ersten Balkon wahrscheinlich noch irgendwas sein. Beide sind weg. Drei sind entwischt. Entwischt, so, entwischt. Genau suchen muss, ey. Kann ich nicht durch. Oben nochmal ganz genau. Ah, ja, ich wusste es. Das ist wie bei Resident Evil, diese Käfer, die man verkaufen kann. Oh, da ist was. Wo? Nee, es ist der Flur, der sich so behindert, wabbelt. Ja, und unten ist doch irgendwie der. Ist das? Oder ist das dein Schatten quasi? Das ist mein Schatten auch. Boah, sieht das scheiße aus. Also mitten im Flur da. Ja, und wie das sich generiert. Und gleich kommt der Dude. Oder ist er jetzt despawned? Dahin. Nö, der ist gerade gerendert. Dieses Game ist ja so. What the fuck? Ui. Gespannt, wann nochmal der Horror einsetzt. Bis jetzt ist es einfach nur. Hä? Du sammelst Käfer. Ich sammle Käfer. Der Käfer-Sammel-Simulator. Ja? Guck. Bitteschön. Jetzt ist er wieder zur Seite gegangen. Oh, Mensch. Ich war eine Stunde bewusstlos. Aber gut, dass du in der Zeit Platz gemacht hast, ne? Bis dann. Sagst du noch was? Brown Mund? Not in very good mood. Solche Leute gibt's halt wirklich, ne? Schaffner? Das ist ein Affe. Das ist einfach ein Affe. Das ist so ein Gesicht wie so ein Affe aus irgendwie Planet Affen. Ist er hart abgemagert oder ist er einfach nur behaart im Gesicht? Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach schwarz. Aber einfach, dass das Kinn so ist, so richtig, what the fuck? Sieht aus wie ein Skelett so ein bisschen, ne? Oder ein Affe halt. Do you need anything? Do I need anything? Yes, I want the train stop on the next one, please. You forgot to stop on the previous one. Oh, is that right? I must have been spacing out. I apologize for the inconvenience. We will prepare you for the compensation necessary for the mishap. Please leave your contact information here. Scheißdreck machen die. Als ob man das beim Schaffner tun kann. Geh mal sein Gesicht ran. Ah, kannst nichts machen. Nee, ich glaube, das wird. Ich werde wieder ankommen. So. Was passiert? I don't have the time and energy to complain to the railway company. I'm just relieved that it wasn't anything serious. I let it pass this time. I don't look forward to for tomorrow's work. What am I doing with my life? Ja, das frage ich mich gerade auch, was. Das tun wir hier gerade. Wir verschwenden unsere Lebenszeit für sowas. Ja, wir verschwenden gerade wirklich unsere Lebenszeit. Was ist denn das für ein Game?
Ich dachte, das wird gut. Bis jetzt ist es einfach nur. 25.07. Ja. Neustart. Also jeden Tag neun. Katze. Neun Ride. Hey, du musst jetzt wieder kacken und rauchen. Alter, ich blende das auf. Ich muss kacken und rauchen. Das ist mein einziges Begier. Hauptsache, nimm das letzte Klo. Das ist das einzige realistische am Game. Ja, kann ich mir reden. Immer das letzte nehmen. Es passiert auch garantiert nichts Weirdes in irgendeiner von diesen normalen Tätigkeiten, die wir jetzt 3-4 Mal ausführen werden, wahrscheinlich. Ist das sowas wie hier, wie heißt das nochmal? PT? Du gehst immer wieder durch dasselbe und dann verändert sich das? Ja, ich glaube, das ist so ein typisches Ding. Nein. Dann kriegen wir am Ende noch einen Jumpscare, oder? Guck mal, ey. Hey, du bist, komm ich durch. Ah ja, ich muss auch spülen, stimmt. Ja. Hast du mich? Okay, du lässt das nicht. Ja, ich will raus. So dauern die Ladezeiten hier viel länger. Alles so ewig. So, der Eimer steht mitten drin. Stolpergefahr und so. Das sieht ein bisschen eklig aus, diese Fliesen, sage ich ehrlich. Das sieht echt nicht schön aus. Nee, ist alles. Weil das alles so ist, ne? Hätte nur noch die Decke gefehlt, wirklich. Das ist so hässlich alles hier. Aber warte, ich hätte das, oder? Nee, erst rauchen und danach da hinten kann ich das trinken, glaube ich. Erst auf Klo, dann rauchen und dann. Was soll ich wirklich machen? Wahrscheinlich kommt jetzt eine kleine Sache. Jemand geht vorbei oder so oder irgendwas. Nein, jemand kommt vorbei an einem U-Bahnhof. Ja, aber pass auf, dann gehst du raus und da ist er nicht. Oh! Irgendwie habe ich vergessen, dass du da alle sehen kannst. Hinten flackert das Licht. Sollen wir etwa da hingucken? Ja, während es jetzt einmal kurz dunkel ist, wird er jetzt gleich wieder auftauchen. Ich call es. Du meinst in einer Sekunde? So ja, irgendwo. Frame? Ja, so. Hallo. Vielleicht gleich, wenn du rausgehst. Nö, es ist vorbei. Jetzt ist es komplett dunkel. Ja, ne? Leute, alles gut. Wir wollen nur unseren Zug nehmen. Kaffee hätte ich auch gerne. Unseren Drink, ne? Alles gut. Nix Schlimmes passiert bis jetzt, ne? Alles kommt ist okay. Jetzt? Ja, jetzt kommt der Zug, weil das passt immer perfekt. Wir verstehen da gar nichts. Was ist das denn? Das hat sich schlimm angehört, ne? Ich meine, ich habe da gerade was gesehen. Kann aber auch nur Reflektion gewesen sein. Hast du den gesehen? Ja, wahrscheinlich in der Reflektion hier. Genau das Rote habe ich gesehen. Das ist ja Reflektion. Okay. Naja, gehen wir mal rein, ne? Ich weiß gar nicht, ob man auch vorne einsteigen kann oder irgendwo hin. Wahrscheinlich. Voll langweilig, finde ich. Man ist ja auch so, man. Pass auf, jetzt musst du 4 Käfer sammeln. Die braunen, die nicht in einer guten Mut sind. Die mich jetzt abfacken wollen. So, jetzt muss ich zu meinem Lieblingssitz gehen, ne? Ganz hinten, was? Im zweiten Waggon ganz hinten links. Ach Mensch! Sie ist schon wieder da. Ich würde nicht lügen, aber... Da ist ein Teil von mir, der... sich immer wieder geborgen fühlt, wenn sie da ist. Vielleicht sollte ich mal mit ihr reden. Ja. What? Ah. Das kann ich übersetzen. Hi. Also normalerweise traue ich mir nicht zu, irgendwie jemanden anzusprechen. Aber ich finde, irgendwie ist das Eis zwischen uns gebrochen und ich will mal ein bisschen mit ihr sprechen. Ich denke, das ist wegen letzten Nacht, weil da gab es ja so einen Zwischenfall hier im Zug. Was gab es denn da für einen Zwischenfall? Die Käfer? Ja, wir sind halt, haben eine Station übersprungen. Stell dir vor, dein Anmachspruch ist, ey du, gestern hatten wir Käfer gesammelt. Ja, weißt du noch, in der die guten alten Zeiten, ne? Und verbindet da was. Ich habe so eine Energy. Ich habe Käfer angefasst und du wolltest nicht mit mir reden.
Du wolltest, dass ich den Scheißdreck mache. Ich die Arbeit und du sitzt. Das war voll cool. Hast du es nach Hause geschafft gestern? Sicher? Ja. Unglücklicherweise. Unglücklicherweise. Warum? Also, wenn du damit einverstanden bist, kannst du mir erzählen, warum. Dankeschön. Aber da ist nicht mehr, was ich darüber erzählen möchte. Es ist schon so spät. Also ich finde nicht, dass es je zu spät ist, um über seine Probleme zu reden. Nein! Es ist zu spät. Er war richtig sauer. Was bin ich denn für ein Arsch? Tut mir leid. Das Eis ist gebrochen, aber nein. Es ist hart. Und ich will lieber nicht darüber reden. Bitte vergib mir. Okay. Naja, ich bin sicher, dass du mich schon oft gesehen hast, aber... Ich bin meistens immer um diese Zeit in diesem Zug. Also, Okay. Ich behalte es in Erinnerung. Komisches Gespräch. Das ist wirklich weird. Also, selbst wenn man es nicht übersetzt... Kommt drauf an, so, jo, ich glaube, das Eis ist gebrochen. Dann will er nichts erzählen. So. Dann ist er so ein Arsch und sagt so, nein, ich darf da nichts drüber erzählen. Auf keinen Fall. Er klebt das Eis wieder zusammen. Er klebt es wieder zusammen, ja. Da sitzt jemand. Das ist noch wer, cool. Ja, ich setz mich mal hin, ne? Wahrscheinlich drückt jetzt sein Gesicht da gegen die Scheibe. Hm. Nee, ich bin jetzt die Kadermann, ich hab die Karten. Richtig weirdo. Oh. Oh, ein Kind. Hat der einen Hammer, Flugzeug oder ein Kruzifix in der Hand? Keine Ahnung, Bonbon vielleicht oder so. Was zur Hölle? Was ist ein kleines Mädchen? Was hat ein kleines Mädchen hier zu suchen? Das T-Shirt ist auch richtig. What the fuck? Ein Kind sollte nicht hier einfach im Zug frei herumlaufen. Daddy? Ich bin nicht dein Vater. Hm? Ja, du siehst auch ein bisschen anders aus. Hey, jetzt ist das in Gänsefüßchen jetzt seine Stimme? Nee, die anderen. Also ein Gänsefüßchen sind okay, die anderen. Okay, hast du gerade falsch betont, oder was? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Kannst einfach weiter lesen. Ich glaube nämlich, das ist jetzt der Junge. Oder das Mädchen. Hm. Nee, du gehst mal wieder zurück zu deinem Daddy. Oh, was das angeht. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer mein Dad ist. Ich habe so eine Zikade verfolgt, die ich auf dem Fenster gesehen habe. Und jetzt bin ich zu verängstigt, um wieder zurückzugehen. Herr, könntest du bitte mir helfen, zu meinem Dad zu kommen? Ich kann ihn jetzt nicht allein lassen, das wird hier verloren gehen. Der Zug geht. Kannst ihn beobachten. Ich meine, das Kind wird verloren gehen. Ne? Also ich kann das ja, also ich habe ja keine Wahl. Ne? Also der Zug. Er wird ja verloren, das ist ein Labyrinth. Ne? Also das ist ja nicht so, als ob du nur nach vorne und zurück gehen könntest. Nee, nee. Du kannst ja nach links und rechts und hoch und runter. Ja, genau, ja, ja. Der wird verloren gehen. Weil der Vater, der hat ja auch einfach vergessen, dass hier noch ein Kind im Zug ist und wird einfach aussteigen. Das ist ja klar. Das Kind ist einfach beim. Ja, ich hab halt keine Chance, ne? Also ich sag, ja, das ist ja doch heftig schön, ne? Also. Ja, ja! Danke dir, Herr. Ja, ne? War doch keinen fremden Menschen eigentlich. Was ist denn das jetzt? Das ist so ein Windrad-Ding. Ah, ein Windrad-Ding, ja. Ich weiß, was heißt. Prima. Ich darf auch mal. Du darfst spielen, ja. Ich verpeile es einfach, aber du darfst natürlich auch spielen. Du hier mal. Das letzte Game hast du ja, habe ich ja schon übernommen und hab vergessen. Die Maussteuerung. Ey, bist du Vater? Alter. Guck mich an, wenn mich du. Hey. Ein Junge? Ja, auch mit? Das Sprinten ist echt nur 5%. Musst du in die andere Richtung gehen? Kommt er damit? Da ist etwas, was ich mit dir besprechen muss. Ja, was ist es denn? Naja, ich hatte vergessen, wie mein Vater aussieht. Und wie ist das überhaupt möglich? Ich denke, es ist so, es sieht aus wie so ein typischer, mittleren Reife-Typ. Ja, das dachte ich mir schon, wenn du sagst, Vater ist.
Ich denke, der einzige Weg ist, dass du... ist, dass du zu denen guckst, die so aussehen wie mein Dad. Okay, ja, und wie sehen die aus, du? Frag mal gleich die Frau hinter mir. So, erstmal den Dude. Ey, Kollege. Ich hab mich angeguckt. Ups, excuse me. Tut mir leid, dass ich dich störe, aber... Naja, hast du... kennst du zufällig dieses Kind? Was? Ich weiß nix. Girl? Ist das ein Girl? Digga, sah gerade aus, als hätte irgendwie so eine Überfallhaube. Also, so eine Überfallhaube, wo nur die Augen durchgucken und irgendeine Pistole in der Hand. So. Das sah richtig weird aus. So. Diese Texturen. Ist das ein Girl? Also, kann sein, aber ich hatte als Junge. Gesichter sind einfach so. Einfach nur so eine Kugel rumgesponnen. Alter, der hat Bauchschmerzen. Junge, dem geht's nicht gut. Der hat einfach Rücken. Ey, hast du Rücken? Ey, sorry. Ich wollte dich nicht stören. Kennst du dieses Kind, dieses Mädchen? Nein. Warum suchst du nach den Eltern? Ah, ich dachte, sie ist hier mit ihrem Vater. Also ist schon selten, dass so ein junges Kind hier alleine ist. Was ist so los mit den Leuten heutzutage? Naja, viel Glück, ne? Gut Glück. Ich helfe dir nicht. Locke vorn. Oh Gott. Oh no. Ist aus, als ob es mir jetzt eine Backwaffe gibt. Oh, man kann durch. Ich sehe ihm nicht in sein Gesicht. Entschuldigung. Sorry. Kennst du dieses Mädchen? Nein, ich tue es nicht. Negativ. Negativ. Ich dachte, du wärst der Vater. I saw her sleeping next to you the whole time. Du hast die ganze Zeit, neben dir geschlafen. Das ist das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Ha! Das ist nichts bist wie du Arschloch. Ich bin doing this because I want to. Denk selber, das tue ich, weil ich das so gern mach, du. Panel. Ist das Kind noch hinter mir? Ja, das ist fleißig hinter mir. Perfekt. Vor allem, wenn man den Geist jetzt gleich auftaucht. Wie lange der Zug auf einmal ist. Welcher Geist? Weiß nicht. Ist ein Ghost Train, der ganze Zug könnte ein Geist sein. So. Ah, guck mal, du bist schon wieder der gleiche Dude. Du bist ein Geist, einer. Tut mir leid, kennst du dieses Mädchen? Nein, und bitte rede nicht mit mir. Das kann nicht sein. Mein Vater ist nicht mal auf diesem Zug. Kann das sein, dass er ihr einfach in Ruhe gelassen hat? Es rennt weg. Renn hinterher, Junge! Okay. Lal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 a, hihihi. Renn im Zug, mach Spaß! Er spricht so, wird so Cthulhu durch die Fenster brechen und das Kind mitnehmen. Das Kind ist gleich außerhalb der Renderdistanz. Ich kann mit dir nichts machen. Es ist gleich weg, es ist gone. Ja, da gucken wir auf das Einholen, oder? Ah, Updates dann. Komm schon. Oh, C, ist ducken. Warum kann man sich überhaupt ducken? Die sind halt alle gleich aus, ne? Alle voll miese Laune. Das sind einfach alles Doppler. So, hast du den Jungen zufällig gesehen? Pass auf. Da muss ich noch weiter. Wo ist die Tür zu? Magic. Oh, Punkt, Punkt, Punkt. Wo ist sie hingegangen? Da ist sie. Warum ist sie hinter mir? Und warum drehe ich mich dann wieder zurück? Die Frau ist weg. Mhm. Überall Käfer. Was sind jetzt die Karten los? Ja, der Typ hat sie freigelassen. Hoffentlich nicht die braunen Leute. Brown ones. Oha, die braunen. Ja, die sehen witzig aus. So ein japanischer Böse. Muss ich wirklich diesem kleinen Rotzen Girl hinterherlaufen? Sieht aus wie so Smash Bros. Bloß mit verschiedenen Charakteren. Ja, das Anime-Style. Voll. Das ist eine geile Idee für Unterstützer hier oben. Mhm. Oh. Da ist jemand auf mich runtergefallen. Ja, haben wir nur gerade überhaupt nicht gecheckt, weil die Kamera so richtig weird. Weil ich in dem Moment dahin geguckt habe. Perfekt. Ja. Oh, ich habe wieder gepennt. Oh, das ist mein Stopp.
Was war das alles? Ich bin einfach ein bisschen zu gestresst. Ich kann manchmal Traum und Realität nicht auseinanderhalten. Irgendwie. Das geht aber nur, wenn du wach bist. Ja, genau. Tatsächlich. Was? Traum und Realität auseinanderhalten. Ach so, ja, weil wenn genau. du träumst, dann kannst du es eh fast nie. Ja. Und luzid träumen ist schwierig und dann, weil du merkst, dass du nicht mehr träumst, dann wachst du auch schnell auf. Das stimmt, ey. Wenn wir kacken gehen, einen Döner kaufen erst und auch scheißen gehen. Erstmal fett. Boah, kacken. Immer der Ali-Döner, ne? Boah, der hängt Traumwitz auch immer hier. So im Magen, aber der schmeckt halt einfach geil. Aber ich weiß, dass du danach richtig Sprühschiss kriegst, aber du musst halt. Der ist halt trotzdem so. Vor allem hier, Sprühschiss auf dem Ding. Da guckt ja gleich jemand rüber oder drunter. Ich esse auch so gerne so eine Kebab-Box oder so, ne? Mega geil. Würde so ich jetzt auch gerne essen. So mit Tzatziki ist immer mega geil, schmeckt das. Aber ich weiß, das ist immer Magenprobleme. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie jeder Imbiss oder so, die haben so eine beschissene Gesundheitsstandard oder irgendwie richtig beschissene Produkte, dass das immer, immer für Probleme sorgt. Ich weiß auch nicht, warum. Na? Schreckliche Idee. Auch so nach einem Döner oder so. Ey, geht gar nicht. Ist da wer hinter? Da klopft jemand, ja. Kann nichts machen. Oh. Da gehen wir einfach mal raus, ne? Was ab. Gar kein Problem. Er muss nur kacken gehen. Ich konfrontiere den und frage ihn mal, warum er sich neben mich aufs Klo setzt. Also das ist ja auch unerhört. Kann man denn neben einem gehen, weißt du? Der ganze Bahnsteig ist leer, warum muss er sich denn genau die Toilette neben einem aufsuchen? Der kann auch hierhin kacken. Ja, der so. Kann auch einfach auf die Bank kacken oder auf die Gleise. Ja, und dann verschmiert das der Zug das über den gesamten Schienenverkehr. Das ist tatsächlich so, würden Züge geschmiert. Genau. Habe ich mal in Galileo-Doku gesehen. Echt? Da haben die hingekackt. Und in wie viele Fußballfelder wurde reingeschissen? Das sind ja keine Fußballfelder. Aber ja, in Größen von Fußballfeldern, ne? Achso, boah. Ob wir im gesamten Leben vielleicht 17? Da, ist ein Kopf. Seht ihr das neben der Bank? Da, wo mein Monster jetzt hinzeigt? Ja. Da ist ein Kopf. Ist das das Girl? Sieht aber nicht danach aus, oder? Einfach. Sag weg. Vor. Ist sie denn hin? Das ist ja weird. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja richtig weird. So, lass mich hier raus aus dieser Smoke Camel. Das ist einfach what the. Der Horror fängt beim Game an. Ah. Ah. Müssen wir ein Trinkgetränk. Getränks. Die Routine ist wichtig, ne? Laden. Wir können uns nämlich nicht einfach irgendein Getränk aus dem Supermarkt holen. Nein, wir müssen die teuren Getränkeautomaten an der U-Bahn-Station jeden Tag einmal benutzen. Ja, 1,60 € ungefähr. 160 Yen, Alter. Wieder was? Blend, Premium, Blend und Black. Extra Blend. Guck mal, wie viel denn 160 Yen oder so. Ja, 1 Yen ist circa 1 Cent ungefähr. Okay, sicher? Ungefähr, ja. Jetzt steige ich mal woanders ein, oder geht das nicht? Doch, geht. 1 Euro, circa. 160 Yen? 160, ach, sogar noch weniger. Ich meine, das war ungefähr mal so mein Richtwert. Also Leute, 1 Euro sind wie viel? 160 Yen? Mhm. Perfekt. Das heißt, der Kaffee hat 1,10 Euro oder so gekostet. Gut und böse. Das ist einfach typische Anime-Frisur, ne? Wirklich. Oder? Die Frau ist weg. Die ist nicht hier heute? Nee. Ah, oh, ja, guck mal. Ach, das ist ein Döner. Das ist noch. Ist ja gerade was durchgekrabbelt. Ist es? Nein. Nein. Ich muss irgendwas machen. Ich will zurücklaufen wahrscheinlich, ne? Will zurück. Oh. Sitze ich mich halt hier. Ja, das ist jetzt mein zweitliebster Platz, ne? Ja, denn da komme ich nicht hin zum Lieblingsplatz. Man muss ja auch überlegen, ne? Wenn du nicht in den richtigen Platz kommst, dann musst du halt in den zweitliebsten. Oh, kann nichts machen. 5 Sekunden. Fazit. Weh, ist ein Quicktime-Events. Oh, das sieht geil aus. Oh, wurde vergoldet. Ja, das ist ein Premium-Zug jetzt geworden. Was ist los? Stromausfall? Ja, stimmt was nicht mit dem Zug. Welche Zeit ist es? 2 AM? Ich weiß nicht. 2 Uhr nachts? Ich glaube 2 Uhr nachts, ja. AM ist fucking viel zu spät.
Gut übersetzen. Ja, ist ein bisschen frei übersetzt, aber oh, ich muss mit dem Lokführer. Mit dem Airconditioner steht er. Mit dem Airconditioner, ich muss mir. Oh, nee. Ich glaube, ja. Das ist nicht Gold. Wobei. Das ist, nee, ist einfach nur gelbes Licht, aber das ist jetzt der Premium-Zug geworden. Das ist vergoldet. Sieht echt Gold aus. Sieht geil aus. Fällt mir. Der Lokführer hat eine Legendary gepult. Jetzt gibt es einen Goldrausch. Andere Richtung. Da haben wir es doch früher. Versucht. Aber nur jetzt ein bisschen. Jetzt meine dumme Orientierung. Dann kam aber kein Boot raus. Ja. Ja, enjoy summer. Muss ich aber weit laufen. Ist ja kein Problem, ne? Zeit. Ich meine, es ist ja so viel Licht, ne? Wir sehen ja auch, wenn da jetzt einfach irgendwer in der Ecke ist. Das stimmt. Ja. Deswegen kann ja gar nichts passieren. Wenn mich jetzt jemand spontan anfestigt, gibt einfach einen Tritt. Ja. Weil, ne, einfach ein Frontkick und dann in die Fresse. Frontkick. Da geht immer so ein Mittelfinger, das sieht man bloß nicht. Oh, Digga, was ist ein Bild, ey? Ey, wie lange geht das jetzt? Teddy Br. Ach, du Scheiße. Die Japaner und ihre Bären. Na, wer ist hinter mir? Ist zugeklebt, oder? Nee, ist es nicht. Ach, Bruder. Wo muss ich denn hin? Na, fällt gleich wieder einer auf meinen Kopf. Hm. Da stimmt was nicht mit dem Zug. Irgendwas ist hier nicht normal. Ich weiß nur nicht was. Es ist muss ich jetzt wieder zurück? Wirft Alkohol. Weiß nicht. Vielleicht einfach nochmal zurückgehen. Ja. Ich spritze mal. Was so, gehört? Ja. In der Zikaden? Das sind irgendwelche. Oder hört man das? Das sind so ein paar Leute, über die wir rüberfahren, oder? Spiel, kann ich jetzt nicht ernsthaft erwarten, dass ich wieder zurückgehe, oder? Ja, du kriegst halt auch ein bisschen Gameplay-Zeit hin, wenn du einfach in einem Zug die ganze Zeit vor und zurückläufst. Das ist richtig. Ja, ja. Bleib dabei, der Zug sieht richtig geil aus. So. Sieht ein bisschen aus, als ob wir eine Zeitreise machen. Oh, guck mal. Oh, da sind wir auch die Lichter, ja. Wie soll die spawnen? In dieser Welt hat Licht, weiß nicht, Photonstrahlen nur bis 30 Meter und dann hört's auf. Ja. Deswegen sieht man auch nicht weiter. So. Das geht dann einfach nicht weiter. Ja. Weiß nicht, musst du irgendwo einen Sitz suchen oder so nochmal? Kann das sein? Alter. Ach, was hab ich gedacht? Ist ja weird. Oh, Alter, Leute, es wird ja angezeigt. Muss ja nicht alles. Ah, da steht wer. Hey, du. Hey, du. Wo kommst du denn her? Was für? Scheiße, ist denn los? Was ist los? Kannst du nicht sehen, dass dieser Zug irgendwie komisch ist? Ich hab versucht, in den Führerraum zu gehen, aber was ist denn das nochmal? Was? Air-Conditioner. Nee, Luft, nicht, also Kühlsystem. Man, wie heißt denn so? Klimaanlage? Ja, eine Klimaanlage, genau. Ich hab versucht, in die Klimaanlage zu gehen, aber die Tür ist zu. Scheiße, mir ist warm. Kannst du ruhig bleiben, verdammt. Kannst du ruhig bleiben, Mann, ich schwitze. Ja? Was? Was? Willst du, Ekliger? Also, ich kann dir nur helfen, wenn du die Stimmen aus der normalen Welt hörst und nicht in der Mitte einer Krise. Also bitte. Also bitte. Sag mir. Sag mir was. Oh. Wir müssen jetzt zuhören. Kannst du mal laut machen? Wahrscheinlich ist es jetzt bei Reihenfolge. Wieso, du musst mit dir reden? Ja, aber ich kann ja nicht einfach so irgendwas sagen. Sieht hier schon mal nach Zug an, oder? Ganz normal. Hört sich das hier an? Was sind die Optionen gewesen? Warte. Warte, oh, was dieser Zahnfest Tempel Bessie gerade ist. So, in welchem Waggon welche zu hören sind, oder was? Ich glaube. Ja, dann gehen wir in den ersten wieder zurück. Also dem hier würde ich sagen... Oder soll ich einfach irgendwas machen? Townbird. Nee, warte mal. Machen wir richtig. Geh mal in den ersten jetzt. Ja, ich meine, ich hab doch erstmal die Nummer. Ein Mensch muss sich umdrehen gucken. Ah, ich bin ein Mensch. Ja, aber du siehst doch, dass da noch eine ist. Dann ist das ADF, okay. Das könnte auch Waggon minus 1 sein.
Weißt du nicht? Zikada. Hörst du es? Ja, das ist dieses. Okay. Ich würde sagen, dass das Zikaden sind. Hey, Zikaden, was ist das zweite? Seaside könnte es sein. Summer Festival. Ich würde sagen Summer Festival oder dann? Mal ein bisschen näher ran, ich glaube irgendwann wird es lauter. Glocke. Hornbell, okay. Seaside. Zikada, Summer Festival, Townbell, Seaside. Ja, es wird am Ende lauter. Gehen wir bis hinten durch. Ich wollte eigentlich wegen den Schütten. Forest oder Wind? Das ist Forest. Das ist Forest. Okay, Zikada, Summer Festival, dann Townbell, Seaside, Forest. Mhm. Zurücklaufen, Alter. Was eine Streckung. Naja. Was kann man noch so für Quests geben, die einem dann quasi vor und zurück gehen, die ganze Zeit denselben Weg? Wahrscheinlich ist es gleich falsch und dann, nein, Neustart. Nee, das ist genau richtig. So. So, Zikada. Hast du das schon? Ich hab nichts gedrückt. Ja. Die Erdtasten? Start over, was ist das denn? Dann machen wir Start over. Okay, und jetzt nochmal Ding. Und jetzt die Karte auswählen. So. Dann Summer Festival. Dann Tempel. So. Dann Seaside. Und Forest. Die andere Welt sagt, dass du tatsächlich die Stimmen der natürlichen Welt hörst. Andere Welt hat mir erlaubt, den Helfer zu. Den Supporter. Der sollte jeden Moment hier sein. Wenn du mit ihm redest, sollte der Zug anhalten. Halt! Halt! Oha. Nichts machen? Ich schlafe wieder. Was zur Hölle ist hier los? Ist das der Zikaden-Dude? Das ist jemand, ey. Das sieht aus wie Kürbiseis. Karotteneis. What the fuck? Ekelhaft. Oh, das ist der Helfer. Genau. Ich dachte gerade, der hat schwarze Haare. Das ist das Orakel aus Matrix, Alter. Bist du der Helfer? Oh, wovon redest du? Wer bist du? Warte mal eine Sekunde. Ich kenne dich. Du bist der, der in meiner Highschool die ganze Zeit die Probleme gemacht hat. Du bist Problem, der Mobber. Und du erinnerst dich nicht. Shimizu. Mr. Shimizu ist jetzt nostalgisch. Er ist der Typ, der mir geholfen hat, vom Rausschmiss. Ohne ihn würde ich wohl nicht in dieser Position sein, in dieser Firma. Irma. Aber Mr. Shimizu, warum bist du denn so spät, warum sind sie denn so spät draußen? Naja, es ist ein Hobby von mir, den letzten Zug zu nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Was für ein Hobby, Alter. Das ist ein Joke. Was ein Weirdo in der Chat. Okay, ist auch kein Joke. Sehr weird. However, now is not the time for. Okay, jetzt ist aber keine Zeit nochmal für ein Klassentreffen. Mist. Sir? Dieser Zug stoppt nicht in den nächsten Stunden. Und ich würde sagen, dieser Zug hält nie wieder an.
Aber Angst, der Zug wird nie wieder, ne? Ist irgendwas, was ich dann noch tun kann? Ah. Ich verstehe. Okay, jetzt hör mir ganz genau zu, Kind. Du musst von diesem Zug runter, bevor er das Ende erreicht. Mein Ziel ist am Ende und glaub mir, da willst du nicht hin. Boah. Das ist eine richtig harte Fetischparty, da willst du nicht rein. Es sind noch 3 Stops, wo du raus kannst. Du musst aber den richtigen nehmen. Oha. Es wird eine Benachrichtigungs-Song gespielt bei jedem Stopp. Wenn du denselben Sound hörst, wie den Sound auf deiner Startstation, spring. Los da. Ja, sonst kann ich dir leider nicht helfen. Außer das kann ich dir nicht helfen, also pass auf, junger Bursche. Also, ist es jetzt Quicktime und ich habe lange Zeit? Ja, wir müssen gucken, also ich weiß, wir müssen gucken, ob wir noch die Sound... Nee, oder? Nee. Das war nicht der Anfangssound. Der lächelt so ein bisschen, oder? Also wahrscheinlich ist es das erste nicht. Nee. Aber das zweite, mittlere würde es wahrscheinlich auch nicht. Ja, doch, vielleicht. Ich glaube schon. Leck. Zweite oder dritte? Zweite Tür. Kann hier gleich nichts machen. Mein Gefühl sagt nein. Ich will auch sagen nein. Die Station sieht auch richtig weird aus. Das ist einfach nichts, das ist einfach irgendwie offen. Ist das hell? Oh, es wird dunkler. Das finde ich krass. Jetzt machen wir zurück zum Opa. Oppenheimer. Der schnell mit uns. Oh Gott. Krass. Die Station hat geladen. Also wir müssen raus, weil Echoic Memory, get off the right station. Ja, wir haben es geschafft, Junge. Nice one. Geil. Weiß ich, ob das Zufall generiert ist, wahrscheinlich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Wäre aber eine gute Sache, wenn es zufällig wäre. Das wäre wirklich eine gute Sache. Aber ist die Frage, ob Chillers Art so viel Mühe hat. 8 minus 6 und 2. Nee. 8 Uhr 6. Eigentlich schon wieder. Hast du ein Ticket? Ah, sieht so aus, als hättest du kein Ticket. Das ist aber komisch. Das hat gestern auch funktioniert. Ja, gestern ist schon abgelaufen. Kannst du mir helfen, dass ich diesmal reinkomme? Ich will nicht meinen Zug verpassen. Warte da, genau dort. Beweg dich kein Stück weg. Don't you even try to get there. Versuch nicht ein bisschen dich zu bewegen, wenn deine Karte nicht funktioniert. Dann verlierst du ein Ticket oder ich schieß dir ins Knie. Kannst du mir denn helfen, neues Ticket zu bekommen? Einfach rüber da. Nein, weg, kann ich nicht. Beweg dich nun. Ich habe viel zu tun. Scribble zum Beispiel. Ich kann dir also nicht helfen, also verpiss dich. Ach, was ein Drecksack. Was ein Dreckiger. Ich hoffe, deine Fresse wird mal poliert. Dein Hotdog ist beim Reinbeißen rausgefallen oder so. Was ist das für ein Eingang? Ich glaube, es ist auch besser so, wenn man einfach wieder geht. Ich komme gleich oben raus bei der Zugstation, pass auf. Nö. Ist aus wie Coil 4 ein bisschen. Wie groß ist das denn hier? Es ist ja normal, dass oben vielleicht auch noch welche sind, weißt du? Weitere Station. Ist das 3D? Nee, ist das 2D. Das ist einfach nur gepainted. Nein, das ist ein Ticketautomat, ja. Alter, weißt du, würde ich mal einen Zug erwischen, aber oh, geht hier ganz entspannt. Ich bin schon am Sprinten, ne? Das ist gehen. Man kann hier auch nicht irgendwie Bänke platzieren, weißt du? Das ist das einfach das ekelhafte Design. Das ist Design, für so eine Tanzfläche. Es wurde alles weggepasst. Ja, ja, guck dir ein Ticket. Oh ne, jetzt ein Ticket, Alter, gar keinen Bock. Am besten noch eine Schussweste, bevor der Schaffner irgendeinen Unfug macht.
wie man Zeit streckt in einem Game. Ich wollte gerade sagen, ne? Lass ihn nur durch ein Labyrinth laufen. Und dann wieder zurück und nochmal wieder hin. Ja, finde ich witzig. Die würde ich gerne anbauen. Auch eine Symmetrie dahinter. Weißt du, was auch weird ist? Hier hast du zwei Rolltreppen und da, das, die gehen beide in so einen engen Gang. Oh, ich gehe auch die falsche. Ach Gott, hier ist eine Das macht keinen Unterschied, in welche Richtung du gehst tatsächlich. Das ist einfach nur Treppen. Oh, es ist weg. Egal, ich kann mir jetzt hier durchpiepen, Alter. Naja, wir machen es richtig. Das funktioniert nicht mal. Nee, deswegen ist es egal. Das ist ein Müllhaus. Boah, jetzt AD-Qualität. Jetzt muss ich noch ein Ticket. Weil wir jetzt noch ein Ticket kaufen mussten, haben wir jetzt gar keine Zeit, scheißen zu gehen. So ein Scheiß. Wir haben den richtigen. Ist das Licht oder ist das so eine Zikade? Ja, es ist das Licht. Laut die bitte ist. Ja, die Packern haben die richtig krass. Geh mal näher. Ja, wie an der Ostsee, wenn du mit jemandem reden möchtest. Oh, es platzt mit der Zeit. Ja, irgendwie Choir 4. Oh, ein bisschen. Choir 4 ist krasser. Ich hab ein Monster. Hallo. Und da kommt gleich was. Von hier? Ja, ja, es bahnt sich so an, weißt du, so ein Licht nach dem anderen geht aus und irgendwann kommt es hier an. Was ist nur falsch mit der Person? Ist die okay? Habt ihr da einfach einen Bauchschmerz oder so? Ja, ihr habt Mundschmerzen. Jawohl. Oh mein. Ein bisschen das Gesicht polieren, so abschmörgeln vom Zug. Oh, das ist mir cool, Alter. Was war das für ein Lade? Ich glaub, was für ein Ladebildschirm. Beat. Nein, nein. Bietet. Drop the beat. Boom, boom. Nein, gehen wir mal wieder die ganzen Leute besuchen, ne? Die ist nicht da. Warum ist sie nicht da? Das ist alles draußen. Wir fühlen uns auch immer so sicher bei ihr. Wirklich. Oh Mann. Ah, mein Lieblingssitz. Ich möchte mich da bitte hinsetzen. Ja. Klein ich mal bin, wie ich sitze. Ah, wir fahren. Hä? Du willst mich doch verarschen. Er hält diesmal schon wieder nicht an? Das ist jetzt wirklich nicht witzig. Jo, weil check das. Sind wir nicht gerade losgefahren? Jetzt kurz eingepennt. Ja, der geht schon wieder zum selben Dude, weißt du? Der ihm nicht helfen wird. Der wahrscheinlich jetzt ermordet ist. Oder ein Geist ist. Oder einfach weg ist. Oder nicht da ist, genau. Hat er mir den richtigen Zug gewünscht? Na, was passiert denn jetzt hier? Eigentlich muss es jetzt. Eigentlich müsste es gleich mich durch diese Tür gehen. Hm? Am gewissen Punkt und dann sich verändern, eigentlich. Wenn du es noch weißt oder vermutest? Nein, vermutest. Ich weiß gar nichts mehr vom Spiel. Ah, ist ja niemand im Steuer. Was ist die Steuerkonsole? Sieht so Alien-Shit-mäßig aus. Wie soll ich den Zug? Oh, dann führen wir halt den Zug, ne? Ja. Wir sind ausgebildete Zugfahrer. Aus dem U-Bahn-Simulator wissen wir auch, das ist scheiße fucking anstrengend und schwierig, das Ding irgendwie zu managen mit 1000 Hebel. Zug antwortet nicht auf meine Tastenbefehle. Was soll denn das? Das ist ein Keyhole. Ah, komm nicht auf dumme Gedanken. Fuck, wir haben den Schlüssel gar nicht, um den zu bedienen. Ja, sieht so aus, als braucht man den Schlüssel irgendwie zu bedienen. Und wir können nicht raus, weil wir haben uns gerade abgesperrt mit dem Schlüssel, den wir nicht haben. Das ist scheiße. Ja, wo kommt jetzt das Gear? Irgendwo liegt ein Schlüssel oben. Ja. Oh! Nein! Es kam ein bisschen verzögert, kann das sein? RIP. Wäre ja gar nicht richtig mitgenommen. Ah.
alles ein bisschen feucht hier. Boah, das sieht auch cool aus. Ui, Memo. Alter, bist du riesig. Trinkst cool. du gerade Bier? Wer denn gerade da? Ja, der trägt irgendwas, wa? Ist das so dick? Ah, das ist die Ghosts. Nee, ich dachte, man kann mit denen irgendwie interagieren, weil man die durch Glas sieht, aber die ist. Gerade, ich sehe mal kein richtiges Bild so. Das ist die Frau. Ja, die Frau. Was willst du denn da klicken? Da ist doch nichts. Ja, ich dachte, es ist hier quasi gespiegelt. Dann kannst du die anklicken oder so. Mein, wie heißt das Spiel? Guck mal. Ja, da kannst du das klicken. Oh ja. Denn? Ah, soll ich jetzt nach hinten oder vorne? Weil da links ist auf so einer Scheibe. Steht was? Wo? Da rechts, ja. Oder? Nee, das ist nur hier Kackflecken. Ja, okay. Von da bin ich gekommen, ne? Ja. Ja, war denn die Richtung? Ja, die ganzen, mit denen du gesprochen hast, sind wahrscheinlich alle bei einem Zugunglück draufgegangen. Gott, Alter, das ist ein bisschen spooky, wenn du dich umdrehst. Der Zikaden-Dude, das Kind, was keine Eltern hat. Ja, erstmal vor Klimmzüge. Der Stock von einem alten Mann. Ja, der ist auch draufgegangen. Wahrscheinlich. Nein, Brotflasche, ganz wichtig. Ist Pfand. Ja, ist Pfand, will man mitnehmen. Ah, das Kind hat bei uns da gepennt. Ja. Faule Geschichte, ne? Ich würde jetzt gerne Kummer saufen. Look, look. Oh Gott, Mann. Ich höre dich. Ja, links an der Tür dann. Da. Oder an der Scheibe. Das alte hier. Was ist das denn? Ach, ein Schuh von der Dame. Stiefel. Vielleicht musst du die Sachen denen geben. Oh. Der alte Mann, Krückstock. Aber den habe ich nicht mehr, oder? Doch, scroll. Siehst du, ich wusste es, dass er gespiegelt ist. Ist das glücklich, Opa? Das Ding beschützt mich, ojo. Oh, da ist das Kind. Ja, Windmill, toll. Einen Tabplatz habe ich, oder? Die Items kann ich gar nicht im Spiel tragen. Ja, irgendwie weird. Hier bei dem Roten, da. Ja, da ist was. Sind Sprinten. Was keiner? Da ist das gut. Da ist mit der Bier, oder? Das ist nur Schuhe im Bier, ne? Da steht ja auch Schuhe. Ja, der braucht seine Zikade. Irgendwas habe ich übersehen. Okay, dann setzen wir die anderen erstmal hin. Irgendwo muss bestimmt noch eine Zikade rum. Im Kleben. Das ist hier. Das ist die Frau, das ist auf jeden Fall der. Ja, das ist auf jeden Fall die Schule. Ja, du kannst uns nicht interagieren mit ihr. Ja, ja. Oh. Ah, da ist sie. Das ist eine Box. Ja, ja, ja. So spielt man das Spiel. Backhand. Oh, noch ein scheiß Alkohol, Alter. Die haben es tatsächlich geschafft, dass man immer wieder einen Zug vorne und wieder zurückläuft und wieder nach vorne läuft. Oh yeah. Sieht so besoffen aus. Der will auch hier was denn. Versuche jetzt nochmal zu fahren, oder? Hm. So. Tschüss. Wie fährt er jetzt denn nicht? Hm. Ja, muss jetzt nochmal durchlaufen. Hilft hier nichts. Ah. Dann kann ich mit denen jetzt talken. Nee. Okay. Dann nehme ich mal nach hinten durch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt richtig war. Ja, ich mit den anderen konnte ich eh nicht interagieren mit den Items. Ja. Und du hast ja auch nicht mehr gefunden. Also das sollte jetzt ja auch nicht mehr da. Gerade durchgegangen. Was war der Käfer-Dude? Da ist die Frage, wo es jetzt triggert. Vielleicht müssen wir uns jetzt irgendwo wieder hinsetzen oder so. Kann auch sein. Ja, eigentlich aufgeploppt hier. Na, ja, müssen wir mal gucken, auf achten, wa? Hört man die ganze komische Geräusche. Oh ja.
Dumme Sau. Oh. Bisschen erschrocken habe ich mich schon. Ist jetzt schon ein bisschen gruselig irgendwie. Oh nein. Oh. Wahrscheinlich halten die Geister die jetzt auf für dich. Oder? Nee. Das schicke ich ab. Gut, einfach rennen. Hau auf den Kopf. Nimm die Sachen mit, die da liegen. Klaus hat gerade den Krückstock mitgenommen. Was das Ding da ist, Alter. Außer ich muss ich weiß nicht, was du jetzt noch machen musst. Ich würde jetzt irgendwie so ein Spoko-Löser. Ja, ja, ich würde jetzt keine Zeit verlieren. Das Ding ist lahm, guck mal da hinten, das ist das. Ja, vielleicht verlangsamen die Gegenstände hier. Oh nein. Hm? Nice. Survive the chase. Ah, jetzt ist nicht schwierig. Easy going, sind auch Pros. Ja, im Laufen sind wir. Boah, Alter, wie geil das hier aussieht, du bist. Nebelig. Oh, ist schon ein bisschen besser gemodelt. Hat er noch einen zu? Hier sitzt jemand. Senpai. Alter, ich hab's geschafft. Senpai. Die letzte Station. Sieht so aus, als hättest du es geschafft. Yeah. Das ist aber nicht der richtige Platz für dich. Du brauchst noch einen Zug nach Hause. Aber ich hab kein Zuhause. Keine Sorge. Nenn es einfach Hause für jetzt. Die sollten gleich kommen. Pass auf, dass du nicht verloren gehst in den auf den Hallo. Yeah. Ein bisschen Schokolade. Also ob da Gleise sind. Da gehen die Gleise weiter rechts. Wirklich, ey. Ist abgestellt. Ja. Was ist das, Alter? Okay. Ah, hier können wir mal. Das ist so dumm, Alter. Hier ist auch eine dicke Mauer. Ja, dann ne, machen wir mal hier so. Sieht aber wiederum gut aus, die Textur. Jetzt gleich hinzu mit Highspeed fahren. Ja, wir können gleich überfahren wahrscheinlich, oder? Ist das Telefonzelle oder Haltestelle? Lieber neben den Gleisen laufen. Das kann auch so laufen. Ja, danke schön, das macht's nicht besser. So? Wieso? Lauf einfach neben den Gleisen, wir müssen nicht überfahren. Besoffenen. Telefonzelle ist, glaube ich, sehr gut benutzt. Hier fühle ich mich so sicher, ne? Stell dir vor, Alter, wirklich. Willst du nicht telefonieren? Ja doch, aber guck mal, stell dir vor, hier bist du. Ja. Fühlst du dich jetzt hier oder hier sicher? Definitiv eingesperrt. Aber so, dass die Leute dich sehen, ne? Ja, ja. Diese Telefonzelle akzeptiert 10 und 100 Yen Coins. Ich habe aber nur 10 und eine 50er. Tja, sieht aus, als hätte ich nur eine einzige Chance. Oh oh. Wen sollte ich anrufen? Ich denke auch home, ne? Let's call it home for now, ne? Ja. Deswegen. Wir rufen zu Hause an. I know that no one would answer. Also ich weiß, dass niemand antworten würde. Aber ich muss das machen, was Mr. Shizumi mir gesagt hat. Ja, yes, hallo? Ich bin home. Was? Ich kann nicht glauben, dass jemand geantwortet hat. Könnte das sein? Hallo? Wo ist das? Diese Stimme. Ich kenne diese Stimme. Da gibt keinen Zweifel drüber. Das ist meine Frau. Wie könnte das denn sein? Ich habe diese Nummer schon oft angerufen. Ich hoffe, in der Hoffnung, dass jemand antworten würde. Aber niemand hat jemals geantwortet. No. Tut mir leid, hallo? Ich sollte schnell sein. Ich habe nur ein paar Sekunden, bis meine Minute um ist. Eiko. Eiko. Bist du nach Hause gekommen?
Ich suche dich schon ewig, seit du weggegangen bist. Es ist ziemlich hart, meine Tränen zurückzuholen. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Kein Zuge, wo bist du? Kisaragi, ich bin Kisaragi, ich bin bei Kisaragi. Was? Kisaragi, Alter. Hin auf Gartwurst. Kisaragi Station. Sag mir bloß nicht. Was meinst du denn? Was hast du getan? Also du auch. Ich weiß genau, wo du bist. Bleib genau da. Ich bin da gleich. Sofort. Oh, Call Home. Okay. Du hast tatsächlich mehrere Optionen, aber for real, wir spielten nochmal diese ganzen Hin- und Herlauferei für die anderen Enden. Ich glaube, es ist safe, hier drin zu bleiben. Ich denke schon, er hat gesagt, sie sollen genau da bleiben, wo du jetzt bist. Schau im Spiel nicht. Ich muss gehen. Aber dann geh doch lieber zurück, oder nicht? An der Station. Weiß, aber ich würde nach vorne gehen tatsächlich. Weil das Spiel ist nicht linear. Weil eigentlich schon. Du das ganze Spiel über läufst du immer genau da wieder zurück, wo du herkamst. Das wäre krass, wenn es jetzt andere Enden geben würde. Weißt du, wenn ich jetzt dahin laufe und sterbe zum Beispiel? Ja, dann ist das genau das, was wir jetzt auch machen sollen. Das ist halt nicht, ne? Da hinten hört es auf jeden Fall auch mit dem Licht. Ja. Dann geh lieber wieder zurück. Du sollst doch statt zur Station, Junge. Machen wir das mal. Ganz ehrlich, spielen wir danach, was man machen soll. Was richtig ist. Machen wir es nicht, weil wir wollen ein anderes Ende kriegen, als das, was wir auch noch nicht gesehen haben. Man weiß es halt nicht so, weil das ist jetzt nicht ersichtlich, was du machen sollst. Ich finde schon. Du sollst zurück zur Kasa. Kira, sage ich es nicht. Junge, dass die ganzen Mücken da drin, dass den warm bleibt. Auch gesagt, dass wir da sind. Eigentlich fühle ich mich hier sicherer wegen mehr Licht. Kann ich dir da auch nicht mehr helfen. Also wenn du dich auf den Schienen hier sicherer fühlst als hier. Ja, ich meine, da ist schon zu Ende, ne? Aber trotzdem helfen wir. Ja, aber dann mache ich den hier, ich dodge und guck, wie er dann die Häuser klappt. Aha, genau, ja. Jetzt ist das Ding. Wir sind zurück bei der Station. Oper. Und leuchtet. Oper. Boah, das war das Licht hier aus, oder? Keine Ahnung. Irgendwie. Snake. Ja, das Licht ist sowieso ein bisschen weird im Game. Du brauchst eine Fahrt nach Hause. Ruf Homer. Wir sollten genau wissen, wo es sich abfällt. Und ich hätte nach hinten laufen sollen. Sieht geil aus. Ja, let's go, ne? Wir gehen jetzt Richtung Home. Nochmal einen kurzen Koffein. So, ich glaube, das Spiel ist gleich vorbei. Sag ich ehrlich. Ich glaube auch. Deswegen, wie fandest du es bis jetzt? Es sind so jetzt quasi Endcredits ohne Credits. In den Weg. Das ist einfach nur End. Also, ich finde, weird am Anfang. Bisschen wenig Story irgendwie, was wir machen sollen, warum und so, ist ein bisschen weird. Ich mag das auch nicht, wenn das so ewig lang dauert, um irgendwie aus dem Klo rauszukommen. Und dann diese Szene, wo es langsam dunkel wird und langsam wieder rein. Ich würde auch gerne ein bisschen schneller gehen können, ein bisschen schneller rennen, das wäre auch so ein Ding. Ja, das ist wirklich. Weil das dauert mir ein bisschen zu lange, weil das ist einfach nur ermüdend und nicht gruselig. Ansonsten könnte man das auf jeden Fall gruseliger machen, aber so ist es atmosphärisch, denke ich. Ist okay, würde ich sagen. Also ich würde so eine 5 von 10 geben, glaube ich. Ja, nur ein bisschen Spielstreckung war schon krass drin, aber sonst, wenn man das mal wegdenkt, ist es tatsächlich nur okay, finde ich. Wenn man das auch wegdenkt, ne? Ja, ja. Ey, wenn ich mal die 5 Meter weiter gehe. Ja, okay. Ich glaube, hier hätte auch ein Zug kommen können. Wahrscheinlich irgendwie den Lokführer anrufen. Polizei oder so, ja. Wenn du die Lokführer anrufen hättest, dann kommt der. Dann bringt er dich gleich wieder zurück in den Scheiß.
Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das war das Auto meiner Frau. Die hat sich kaum verändert. Das ist der Zeitabstand so riesig. Das ist ja wie Schulordnung abschreiben. Ich bin in ihre Arme gegangen und hab geweint. Ich bin so froh. Hat sie geflüstert und hat meinen Back gepattet. Ich hab die Hand gehalten und bin in das Auto gestiegen. Du bist hier zu früh, sagt sie, während sie fuhr. Ich wusste nicht, was das bedeutet, aber es hat keinen Sinn. War egal. Das Einzige, was wichtig war, dass ich sie wiedergesehen habe. Und wir haben nicht viel geredet über die Zeit. Es war ein bisschen zu wenig. Und ich war aber auf jeden Fall sehr happy, dass sie da ist. Und ich würde. Auch schnell war ich dann wieder zurück bei meinem Platz. Sie hat mich gelassen und die Tür geöffnet und hat mich zurückgelesen. Und dann habe ich sie eingeladen und dann war sie weg. Ohne einen einzigen Sound zu machen, ist sie weg gewesen. Sie ist einfach weg. Puff. Heute lebe ich ein normales Life als Verkaufsmann. Ich wundere mich. Keine Ahnung. Fragen Sie, fragen mich. Verkaufsmann geschrieben? Salary? Nee, ich weiß es nicht, was Salary Salary ist. Alter. Ich weiß es nicht genau, aber ich frage mich jeden Tag, was passiert, warum ich meine Frau wieder gesehen habe. Keine Ahnung. Das hat alles richtig gemacht. Da gab es, glaube ich, ja, zwei Sachen, wo man hätte sterben können. Ja, wenn du nicht von dem Ding catchen lassen hast. Die Game Boy Chillers Art. Dann sogar drei. Einmal die Zugstation mussten wir richtig auswählen. Richtig, ja. Zugstation. Dann mussten wir einmal wegrennen vor dieser Riechfrau, oder? Dann mussten wir am Ende nochmal die richtige Person bzw. der Home. Wir mussten aber auch noch die den Sound in der richtigen Reihenfolge setzen. Mega, das können wir lesen. Aber ich glaube, dieses mit den Sounds, ich glaube, das ist dann einfach, ja, falsch, mach nochmal. Also ich glaube nicht, dass du da verkacken kannst. Ich glaube, da musst du einfach nochmal neu anfangen. Das ist einfach nur so ein Rätsel, was halt kein Punishen ist. Ja, könnte sein, tatsächlich. Ja, das mit diesen ganzen Objekten da, ich glaube, das hat das Ding einfach geslowt. Highlights, Portals. Aber ich habe das Gefühl gehabt, je länger das dich verfolgt hat, desto langsamer wurde das irgendwie. Ich war einfach nur schnell, während ich gesprintet bin, so. Mhm. Eigentlich hätten die das einbauen müssen gleich schnell, das ist das Beste, weil wenn du dich umdrehst, ist sie immer am Ticken näher. Deswegen, du weißt nie, wie schnell die ist, dann drehst du dich nochmal um und die ist noch näher. Da hast du das Gefühl, du bist zu langsam. Jetzt halt die Frage, was es das gebracht hat, wenn du Gegenstände durch dich gelegt hast. Vielleicht bist du auch gerade dadurch erst am Ende irgendwo. Entweder deswegen, die wurde geslowed, oder ich konnte erst dadurch weitermachen. Rätselaspekt quasi. Ja, vielleicht war deswegen der Opa am Ende in der Station. Sonst wäre er nicht gewesen und hätte gesagt, was du machen musst. Opa. Opa. Bootarmen. Amen. Der gute Butamen und der Fernando Lopez, ne? Asuna, Junge. Das Händeln. Der Händel wieder, der war eben auch schon da beim anderen Game, ne? Beim letzten Horror-Game, da war der auch. IQ möchte more und Fabio ist ein gutes. Ein guter. Ein gutes. Ist ein gutes Kind. Sonic Patreon, Chillers Art. Bin gespannt, wie viel Pet wir haben. Oh. Thank you for playing. Thank you for playing with the Deutsche Bahn. Ich hoffe, diese Verspätung können Sie entschuldigen. Ja. Entschädigen. Immer dasselbe mit den Zügen, die einfach eine Station verpennen. Oh, ich wollte gerade schnipsen. Ja, das war's. Ja, das war's. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wie auch immer bis jetzt hier zugeschaltet hat. Ja, vielen Dank dafür. Vor allem jetzt zugeschaltet. Ich meine natürlich bis hierhin zugeguckt hat. Ihre geht raus, weil konnte selber nicht ertragen. Nicht? Och, also. War so schrecklich. Also, nein. Komm, war ein bisschen Zeitstrecke, aber sonst war okay. War ein bisschen Zeitstrecke, aber ich denke, das ist doch ganz atmosphärisch gewesen und war ganz okay. War jetzt kein Jumpscare drin? Doch, als der runtergefallen ist, ne? Aber den haben wir nicht gesehen. Das war kein Jumpscare, der ist gestolpert. Der Typ, der runtergefallen ist, die Frau, die kurz erschienen ist und als es kurz irgendwas aufgeploppt ist, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da gab es nur drei Scares insgesamt. Ja, wenn überhaupt. Aber die waren auch nicht überhaupt. So krass, auch als er runtergefallen ist. Da hast du ja in dem Moment woanders hingeguckt und dann hat das Spiel aber dich noch irgendwie in eine Richtung gezogen und dann war das so halb irgendwie. Ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn du wirklich gerade ausgegangen wärst und dann gekommen, hätte es krasser geknallt, aber so war es ein bisschen weird. Naja, nicht schlimm. Sag gerne in den Kommentaren,
uns Bescheid, wie ihr es fandet. Ja, was ihr vielleicht verbessern möchten können. Dann werden wir es beim nächsten Mal umsetzen. Habt ihr irgendwelche Horrorgames, die wir unbedingt zocken müssen, die noch unter dem Radar sind, die man auch nicht kennt, weil das ist selten. Die Leute, die sagen, ich soll mal mehr reden, ich bin aktuell ein bisschen müde, das ist der einzige Grund. Ja. Es ist fast 3 Uhr nachts. Aber das ist auch die richtige Zeit, um Horrorgames zu spielen, muss man auch sagen. Ja. Ja, das stimmt auch. Ja, wahrscheinlich hat sich das niemand gefragt. Aber wenn doch, dann sagt das mal gerne in den Kommentaren. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi. Ciao.